Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe wieder einiges vor und dann nehme ich dich einfach mal wieder mit. Es geht wieder ein bisschen um das Thema Equipment, es geht ein bisschen um verschiedene Sachen, Fotos, Videos. Und ja, Plan für heute ist tatsächlich auf das Kieler Lichtermeer zu gehen. In der Kieler Innenstadt ist da ein großes Fest mit verschiedenen Lichtshows quasi und heute Abend findet es halt statt. Dafür muss ich natürlich mein komplettes Equipment noch packen und da zeige ich dir einfach mal, was meine Arbeitsschritte sind und nehme dich einfach mal mit. Also ich würde sagen, let's go! Als allererstes brauche ich meine leeren Speicherkarten. Ich habe hier so eine kleine Handvoll mit Speicherkarten und die heißt es jetzt erstmal formatieren. Dazu geht es als allererstes an den Laptop und da werden Speicherkarten einfach reingesteckt und einmal geguckt, was da drauf ist, ob ich sie tatsächlich schon formatieren darf, ob das alles schon auf der Festplatte ist, was ich da drauf habe. Das sieht bei dieser Speicherkarte gut aus, das heißt, ich kann sie wieder auswerfen und die dann in der Kamera formatieren, weil am PC ist ja ein anderes Format als in der Kamera und die Kamera formatiert sich die Karte dann so, wie sie sie braucht. Und ja, das mache ich jetzt eben nochmal mit den anderen Speicherkarten. Ja, alles Wichtige ist von den Speicherkarten runter, das heißt, ich kann das jetzt alles so, wie es ist, in die Kamera stecken, formatieren und ja, brauche mir keine Gedanken machen, irgendwelche Daten zu verlieren. Ja, als nächsten Schritt geht es dann direkt an das Case. Da müssen nämlich die ganzen Sachen rausgeholt werden, also Kamera. Ich bin am überlegen, ob ich mit zwei Kameras fotografiere oder nur mit einer. Ich möchte auf jeden Fall das Gimbal wieder benutzen, das heißt, ich muss das Gimbal fertig machen. Und ja, das heißt, ans Case die ganzen Sachen rausholen, alles zusammenbauen und dann den ganzen Kram natürlich in den Rucksack verfrachten. So, das ist jetzt das ganze Zeug, was ich hier mal zusammengesammelt habe jetzt, was ich auch auf jeden Fall brauche. Hier ist das Gimbal, das baue ich mal eben kurz zusammen, so wie es sein muss und stelle das mal eben fest, dass ich da dann gleich die Kamera reinbauen kann und dann ist das hier auch schon mal so weit, so dass ich da mich dann gleich um die Kamera kümmern kann. Jetzt muss ich mir entscheiden, mit welchem Objektiv ich filmen möchte. Oder ob ich generell mit zwei Kameras losgehen möchte. Das ist echt jetzt ein bisschen ja, schwierig, was ich mir da ausgesucht habe. Denn eigentlich möchte ich nur mit einer Kamera losgehen. Allein des Platzes wegen. Aber ich werde wahrscheinlich die eine Kamera als Backup dabei haben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit dem 25mm Objektiv auf dem Gimbal filmen. Das heißt, ich werde diese Kamera jetzt fertig machen, dass ich sie aufs Gimbal packen kann. Ja. So, jetzt ist die Kamera soweit fertig und als nächsten Schritt wird die Kamera jetzt aufs Gimbal montiert. Fertig eingestellt von meiner Seite her und jetzt wird es noch einmal kalibriert. Dazu löse ich alle Verschlüsse und stelle dann auf die Kalibration ein und jetzt wackelt das Gimbal einmal ein bisschen und stellt sich somit perfekt ein, dass dadurch dann eben alle Motoren so sind, wie sie sein sollen. Jetzt ist das Gimbal auch fertig kalibriert und jetzt kann ich es bewegen. Das heißt, alle Motoren funktionieren richtig und das Gimbal ist fertig. Akku ist voll vom Gimbal, das heißt, ich packe das jetzt einfach alles wieder ein und dann kann es auch schon weitergehen. Das ganze Equipment ist jetzt in diesem Rucksack hier drin. Ja, und dann heißt, den brauche ich nachher einfach nur noch mitnehmen. Die Kameraakkus kommen eh in die Jackentasche, dass ich die griffbereit habe. Ja, und somit bin ich dann auch schon tatsächlich startklar. So, ich bin jetzt hier unten. Die erste Lichtershow ist ja schon rum. Das hast du ja eben schon gesehen. Es ist echt ganz cool. Und jetzt warte ich auf die Feuershow. Mal gucken, wie die jetzt gleich stattfindet. Ja, kleiner Kiel ist natürlich wunderschön. Hier alles beleuchtet. Ja, es ist ein echt ganz cooles Ambiente.
über den Himmel, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, da ja, kreisen so Lichtstrahlen aus dem Rathausturm raus. Und das ist schon echt ein richtig, richtig cooles, ja, coole Lichtsituation hier einfach. Ein bisschen fotografiert habe ich jetzt schon, ich habe schon viel gefilmt. Ich habe jetzt meinen Schal so umgebunden, dass ich das Gimbal da ranhängen kann, weil ich das nicht die ganze Zeit in der Hand haben möchte jetzt. Ja, schon echt sehr, sehr cool. Ja, das war die Feuershow. Mir hat es echt ja, ganz gut gefallen. Also es war nicht grandios, aber es war schon echt sehr, sehr cool. Und jetzt geht's rüber zum Rathausplatz, wo dann eben um 8 dann die Lichtshow startet. Da werde ich mir jetzt einen guten Platz suchen und dann noch ein, zwei Fotos machen und dann geht's auch schon damit weiter. Aber es ist echt quasi fast wie Kieler Woche hier. Es ist so voll, so viele Menschen. Man ja, steht hier dicht an dicht als Fotograf auch. Und ja, das ist echt schon ein Erlebnis hier. Ja, das war das Kieler Lichtermeer und ich befinde mich schon wieder auf dem Fahrrad nach Hause. Und just in dem Moment, wo ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe, fing es auch an zu regnen. So ein feiner Nieselregen ist jetzt da und ja, jetzt geht's nach Hause. Ja, und morgen früh geht's dann direkt weiter mit den ganzen anderen Aufgaben, die noch auf mich warten. Aber jetzt heißt es erstmal im Regen nach Hause fahren, aber immerhin hat es nicht geregnet, als ich das ganze Equipment draußen hatte. Ja, und das war's auch schon mit diesem Tag. Im Folgenden machte ich mich daran, eine LED-Leuchte anzubringen und dazu packte ich einfach den LED-Strahler aus und bastelte dann die Vorrichtung so an das Board oben unter der Decke, dass der Strahler Platz hatte. Ich baute mir eine kleine Schraube mit etwas Klebeband, um den Strahler richtig zu fixieren und schloss ihn dann einfach an und das ist das Ergebnis. Es sieht echt cool aus und macht einen sehr schönen Lichteffekt in meinem Zimmer. Ja, heute habe ich mir einfach mal vorgenommen, ich filme mal mit etwas anderem als meiner GoPro. Und ja, ich filme tatsächlich mit meiner G70 auf dem Gimbal mit Richtmikrofon. Und ich gucke einfach mal, wie da die Qualität ist. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Es gibt viel zu tun. Und wir schauen einfach mal, wie dieser Vlog so wird und ob das ja cool ist, ob das bessere Qualität ist, was ihr da am Ende sagt. Von daher, ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los mit dem neuen Video und es gibt echt viel zu tun und einiges, was ich euch zeigen möchte. Also, let's go! Ja, zuerst einmal sitze ich hier am Schreibtisch, habe meinen Laptop natürlich aufgebaut und muss Dateien auf USB-Sticks überspielen, denn ich hatte mal wieder eine Aufnahme und da müssen ja die Dateien jetzt auf die USB-Sticks, die dann an die richtigen Leute kommen. Und ja, das mache ich einfach mal dazu, einfach einen Adapter rein, wo ich mehrere USB-Sticks reinhaue und dann werden die Dateien einfach überspielt. Ist eine lange Aufgabe, weil die USB-Sticks auch nicht unfassbar schnell sind, aber es ist dennoch immer schön, so ein Produkt dann am Ende auf dem USB-Stick zu haben und fertig zu sein mit der Arbeit. Also das ist schon echt richtig, richtig toll. Ja, was ich noch zeigen wollte ist, dass meine alten Visitenkarten mittlerweile leer gegangen sind. Und ja, falls du sie noch nicht kennst, blende ich dir jetzt nochmal ein Foto ein. Und dementsprechend habe ich mir dann eben auch neue gemacht. Und da habe ich einfach mal mit dem Design ein bisschen variiert, ein bisschen rumgespielt. Ja, so sehen sie jetzt aus. Ich mache mal hier nochmal ein bisschen besseres Licht an. So sehen sie jetzt aus und die Rückseite halte ich jetzt mal ein bisschen was zu, sieht auch gut aus, ja, da habe ich ein schönes Foto vom Sonnenuntergang genommen und ja, das ist schon echt ziemlich cool, wenn man da so ja, jetzt seine neuen Visitenkarten wieder in der Hand hält. Also ich finde das richtig, richtig schön, von daher, ja, mag ich sehr das Foto auch von mir selber. Von daher sind das jetzt die neuen Visitenkarten. Das wollte ich einfach nur nochmal eben gesagt haben. Ja, eine weitere Sache, die neu ist, die ich mir gemacht habe, ist ja, mein eigener Hoodie. Das ist richtig cool. Also das ist ein Dropshipper, wo ich auch noch ein anderes Projekt am Aufbauen bin und einfach auch mal die Qualität testen wollte. Und das gefällt mir echt richtig gut. Ein schönes
freundlichen Schwarz, weil ich ja auch viele Filmaufnahmen mache. Und dass da ich da eine vernünftige, einheitliche Kleidung habe und nicht irgendwie immer mit solchen Hoodies rumlaufe, habe ich mir einfach mal so einen Hoodie gemacht. Und ich bin richtig stolz drauf, der passt richtig gut, der ist schön lang, der geht schön über den Hintern rüber, dass man auch nicht kalt wird, wenn man sich irgendwie bückt an den Nieren oder so. Von daher, ich mag ihn sehr, ich finde das richtig, richtig toll. Von daher werde ich den dann auch am Montag bei der nächsten Filmaufnahme dann auch anhaben. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und freue mich da riesig drüber, dass der jetzt auch da ist. Und das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Ja, wie eben schon mal gesagt, ist ja am Montag wieder eine Aufnahme und dafür muss noch ein bisschen Zeug gepackt werden. Unter anderem brauche ich diesmal Kabel und Kabeltrommel, weil ich mit einer Studiokamera filme, die Dauerstrom braucht, beziehungsweise braucht sie nicht zwingend, aber Akkus sind da echt ein bisschen umständlich, weil man die halt auch öfter wechseln muss und das geht wieder so ungefähr eine Stunde. Dementsprechend wäre das schon echt cool, wenn ich da Dauerstrom hätte und da die Location, ich nicht so ganz genau weiß, wie die aufgebaut ist, wo da die Steckdosen sind, habe ich mir eine Kabeltrommel organisiert und dementsprechend brauche ich noch Verlängerungsschnur und all sowas. Mehrfachsteckdose, um auch irgendwie noch eine Powerbank aufzuladen oder so. Von daher packe ich jetzt einfach mal zusammen das, was ich brauche. Dazu habe ich mir schon diesen Karton hier organisiert. Da kommt jetzt das Ganze, was ich brauche, noch so rein. Ja, außerdem kommt natürlich mein Case mit den Kameras noch mit und natürlich noch das andere große Stativ. Aber ich habe jetzt erstmal das da in den Karton gepackt, was sonst noch so mit muss. Und da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes zu, noch eine Trinkflasche, noch was Kleines zu essen. Von daher, ja, mal schauen, was da noch so dazu kommt. Ich versuche dich wieder ein bisschen mitzunehmen. Ich werde wahrscheinlich wieder es nicht schaffen, aber vielleicht kommen da ein, zwei Clips dann noch, die ich dann ja noch einspielen kann. Andererseits möchte ich noch zeigen, ich bin mittlerweile echt gut dabei, die Sticks zu bespielen. Das hat mit den Adaptern irgendwie nicht so ganz funktioniert. Vielleicht habe ich auch irgendwie drei Sticks gerade kaputt gemacht. Ich muss es einfach nochmal überprüfen, aber ich komme auf jeden Fall voran. Ich habe auch genug Sticks da. Von daher, 4 von 5 habe ich jetzt schon. Es dauert auch mal ein bisschen länger, bis die dann fertig bespielt sind. Aber ja, soweit ist das eigentlich echt ganz gut. Und ich bin echt ganz gut vorangekommen heute mit meinen Sachen, die ich noch zu tun hatte. Da waren unter anderem noch Google-Konten, die ich, wo noch Maßnahmen erforderlich waren und einige Sachen, die ich auch löschen wollte, weil ich es einfach nicht mehr brauche. Von daher, ja, aber ansonsten bin ich echt gut vorangekommen. An das Aufnehmen des Konzerts folgte natürlich auch ein sehr, sehr langer Schnitt. Insgesamt war ich wieder über 5 Stunden dabei. Als Beispiel habe ich hier einfach mal einen kleinen Schnittprozess eingefügt von mir, wie ich meinen Jahresrückblick schneide, den du übrigens auch auf meinem Kanal findest. Und schau ihn dir also gerne an. Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung oder hier oben rechts in der Infokarte eingeblendet. Viel Spaß! Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Vlog. Ich hoffe, er hat dir gefallen, er war mal ein bisschen anders. Und vielleicht hast du ja den Unterschied sogar gemerkt von der G70 und dem normalen Video von der GoPro. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welches Video hat dir besser gefallen, was fandest du interessanter, was findest du schöner und womit soll ich in Zukunft die Vlogs filmen, weil ich habe tatsächlich Lust, mit der G70 zu filmen, aber natürlich ist es mit der GoPro auch schön und auch in manchen Teilen natürlich geht's nicht anders. Dann nehme ich die GoPro, wenn ich unterwegs bin. Es ist einfacher und deutlich platzsparender. Also schreib's mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.